Hallo zusammen, Maya3007 hier und herzlich willkommen zur angekündigten Rezension des Buches Schwarzwälder Kirsch von Mona Franz. Kriminalkommissarin AD Christa Haas aus Freiburg hat es ihr wirklich nicht leicht momentan. Denn nach einem Oberschenkelhalsbruch muss sie in ein betreutes Wohnen ziehen und das ausgerechnet in ihrem verschlafenen Geburtsdorf im Schwarzwald, Mariabrunn. Und dann hat ihre Tochter sie auch noch zu einer Backgruppe angemeldet, wovon Christa alles andere als begeistert ist. Doch sie fängt langsam an, sich in dem Heim einzugewöhnen und knüpft auch erste Kontakte. Doch dann geschieht das eigentlich absolut Unmögliche in dem verschlafenen Schwarzwalddorf. Denn der erfolgreiche Unternehmer Berti Haberland wird am helllichten Tag in seinem Garten brutal ermordet. Christa sieht da natürlich einen Lichtblick im tristen Alltag des Altenheims und mischt sich sofort in die Ermittlungen ein, wovon der ermittelnde Kommissar nicht wirklich begeistert ist, ihre Hilfe jedoch am Schluss trotzdem noch annimmt. Christa stößt auf Spuren aus alten Zeiten und muss feststellen, dass einige Leute in Mariabrunn dem Toten nicht nachtrauern. Ja. Viele haben ein Motiv, aber wer war es jetzt letztendlich? Das dürft ihr selber lesen. Die Spannung möchte ich euch nicht nehmen. Das Buch hat mir Spaß gemacht. Es war ein ganz netter Schwarzwald-Krimi. Ich vergebe 3 von 5 möglichen Sternen für dieses Buch. Wie gesagt, war ganz nett, aber jetzt auch nichts so Besonderes, dieser Krimi. Was mir gut gefallen hat, war die Figur von Christa. Die war mir sehr, sehr sympathisch. Jetzt noch kurz zu den Fakten. Das Buch hat 338 Seiten und kostet 10 Euro. Schwarzwald-Fans kann ich es empfehlen. Die Schwarzwälder Kirsch von der Mona Franz. Mit diesem Video war es das jetzt, aber bleibt bitte dran, denn ich werde gleich noch eine Rezension für euch drehen. Also bis gleich, Maya3007.